Ich bin ehrlich, mein ganzes Leben schon hat es mich in irgendeiner Form interessiert. Wie sieht es hinter den Toren eines Krematoriums aus? Heute ist es soweit, wir erkunden ein über 30 Jahre verlassenes Krematorium auf einem alten Friedhof irgendwo mitten in einer Stadt in Deutschland. Dieses Mal bin ich wirklich komplett alleine unterwegs. Umso unheimlicher wird die Erkundung durch die alten dunklen Gänge. Ich komme hier schlecht durch, aber da hinten sind überall schon alte Grabsteine. Wir laufen jetzt hier alleine einfach über so einen uralten Friedhof. Ich brauche auf jeden Fall eine Taschenlampe. Boah, das sind richtige Katakomben da unten. Das ist extrem gammelig hier unten. Ja, hier wurden die Leichen gelagert. Uraltes Desinfektionsmittel. Hunderte Urnen liegen hier einfach übereinander gestapelt in dem alten Krematorium rum. Hier wurde der Sarg quasi über so einem kleinen Gabelstapler aufgeladen und kam dann in einen dieser Brennöfen rein. So Leute, es kann losgehen. Ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich lang muss. Bin hier auch direkt an der großen Straße und diesmal wirklich komplett Torino alleine unterwegs. Ob das gut geht, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es heute herausfinden. Ich muss jetzt hier erstmal an einigen Wohnhäusern vorbei. Bin auf jeden Fall jetzt 2 Stunden unterwegs. Wir haben circa 9.30 Uhr. Es könnte jeden Moment wieder anfangen zu regnen. Wetterlage ist nicht optimal, aber wir machen das Beste draus heute. Okay, hier ist ein Bauzaun. Da hinten schon wieder solche Blocks. Zack. Wir müssen uns hier so richtig durchs Gebüsch schlagen. Ja, nee, ist klar, ne? Hier sind Brennnesseln, die gehen mir bis zum Kopf. So Leute, schaut mal mit mir auf die Karte gemeinsam. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, es spiegelt relativ stark. Aber ich bin hier vorne, hier unten, muss jetzt mich irgendwo hier durchkämpfen. Und am Ende ist dann hier vorne mit einem Kreuz schon eingezeichnet die Location. Und was das genau ist, das zeige ich euch dann gleich. Das Schöne ist, man weiß immer ungefähr, dass man richtig ist, wenn man einen Trampelpfad vorfindet. Und ich muss einfach sagen, ne, alleine unterwegs zu sein und sich sowas anzugucken, ist nun mal um einiges unheimlicher, als wenn man das mit mehreren macht. Ich komme hier schlecht durch, aber da hinten sind überall schon alte Grabsteine. Wir laufen jetzt hier alleine einfach über so ein uraltes. Sieht ja von innen aus wie eine Riesenkirche oder so. Hier steht sogar so ein uraltes Dreirad. Eigentlich wollte ich hier über dieses Gelände rüber. Problem ist, da hinten ist ein Fahrrad und die Tür ist offen. Das heißt, irgendjemand ist in dieser Halle zurzeit. Oh, 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 ich habe sogar jemanden gehört. Okay, Rückzug. Ich muss mir was anderes überlegen. Hier ist sogar was zum Rüberklettern. Ach du Scheiße. Ganz, ganz dünnes Eis, Leute. Ganz, ganz dünnes Eis. Und hier ist das Gebäude unseres Begehrens. Alles gut vorbereitet. Und jetzt müssen wir nur noch einen Eingang finden. Was ein krankes Gebäude. Überall auf dem Dach ist Gras gewachsen. Efeu wächst über das Dach. Hier vorne ist auch schon ein kleiner Eingang. Und da hinten beim Zaun habe ich auch schon was gesehen, wo man vielleicht reinkommen könnte. Da ganz oben drauf ist sogar noch, ja, wie so eine kleine alte Skulptur oder eine Lampe oder so. Okay, ich glaube, hier geht's rein. Ich brauche auf jeden Fall eine Taschenlampe. Meine Kamera aus und dann filme ich mit der normalen Kamera weiter, Leute. Also, wir befinden uns jetzt in dem alten Gebäude. Ich kann hier nicht zu laut sprechen. Ich bin hier auch einfach komplett alleine. Mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Heute erkunden wir tatsächlich mal ein altes Krematorium mitten auf einem alten Friedhof. Es ist unfassbar unheimlich hier. Es ist komplett dunkel und man sieht hier schon sämtliche Sachen aus alten Zeiten. Das Ding hier soll wohl schon seit über 25 Jahren verlassen sein. Und das merkt man der Bausubstanz hier auch definitiv an. Wir haben hier schon die ersten kleineren Öfen und ganz, ganz viele Plastikhandschuhe.
Handschuh auf dem Boden, guck mal. Genauso liegen hier aber auch noch irgendwelche Chemikalien rum. Gelin, ist das irgendein Gleitmittel, um irgendwas so Vaseline-mäßig oder was? Ich find's alleine ja schon unheimlich, dass das ganze Ding hier so gefliest ist. Sieht auch so ein bisschen aus wie so eine alte Heilstätte oder ein altes Krankenhaus von der Atmosphäre. Hier gibt's jetzt auf jeden Fall einige Gänge, die von hier aus abzweigen. Boah, es ist einfach nur krank. Leute, wirklich nur krank. Willst du hier hin? Ah, hier geht tatsächlich eine Treppe nach oben, wenn mir nicht alles täuscht. Guck mal, und hier ist irgendein Gewicht. Hier führt tatsächlich irgendwie so ein Metallriemen lang. Und ein Gewicht, welches man nach oben und unten ziehen konnte. Irgendeine Luke muss sich da oben auf und zu bewegt haben. Vielleicht die Türen für die Brennöfen, für die Leichen dann später. Hier geht's auf jeden Fall irgendwo nach oben. Da gehen wir später noch schauen. Aber zunächst... Oh, okay, krass. Ich glaube, ich habe eine Idee, was das hier ist. Guck mal, hier stehen überall so alte Töpfe rum. Ziemlich sicher, die Töpfe für die Asche von den verbrannten Leichnamen. Guck mal, hier gibt es ja auch irgendwie... Vielleicht kam hier aus dieser Öffnung die Asche raus. Weil hier stehen ja witzigerweise die ganzen Töpfe, aber ich habe keine Ahnung. Ach, schaut mal hier. Auf dem Boden, direkt neben den Töpfen, liegen solche kleinen, runden, wie so Anhänger aus Ton. Und da stehen Nummern drauf. 27452. Ich denke, alle haben unterschiedliche Nummern und das schließt für mich darauf, dass diese Teile immer mit in so einem Sarg lagen. Und wenn die Leiche dann verbrannt war, konnte man eben noch ordentlich zuordnen, welche Nummer zu welcher Leiche gehört hat. Das war das, was quasi am Ende mit wieder rauskam. Das liegt am Ende mit in der Asche, in der Urne, beziehungsweise in diesem Topf, wo sich das dann sammelt. Oder tut man das Ding am Ende sogar sowieso mit in die Urne und das landet mit im Grab? Weiß das jemand von euch? Arbeitet vielleicht jemand in einem Krematorium oder als Bestatter? Hier geht's auch noch irgendwo runter. Keine Ahnung wohin, vielleicht finden wir das auch noch heraus. Boah, das sind richtige Katakomben da unten. Hier ist tatsächlich irgendwie so ein alter Behälter, ich weiß nicht wofür. Es ist extrem gammelig hier unten und alles voller Wasser. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter, Leute. Schaut mal hier, vorne kann man auch noch rausgucken. Aber da ist nicht viel zu sehen. Irgendwelche alten Wannen oder sowas, das ist irgendwie so ein kleiner Hinterausgang hier. Aber die Tür hier, die ist natürlich abgeschlossen. Gut, Leute, dann lasst uns mal weiter gucken, oder? Hier gibt es noch einige Räume, die wir sehen können. Was ist das hier? Das sind auch irgendwie eher... Ach, guck mal, das ist wie so eine Art Badezimmer hier. Hier oben auf dieser Stufe ist tatsächlich eine Toilette, eine Badewanne und ein Waschbecken. Ich denke mal, dass dieser Raum hier wie so eine Art Vorbereitungsraum gewesen sein wird. Durch den Seiteneingang, wo wir gerade waren, werden die Leute reingekommen sein, die hier gearbeitet haben, haben sich hier wahrscheinlich umgezogen und dann sind sie eben zu den Öfen, die sich irgendwo anders befunden haben müssen, gegangen oder zu ihrer jeweiligen Arbeitsstation. Die haben ja alle woanders gearbeitet. Ich denke, hier haben schon bestimmt so am Stück 10 Leute gearbeitet oder so. Aber wie gesagt, das Ding hier ist schon richtig alt, wahrscheinlich mehrere hundert Jahre und jetzt schon seit bald 30 Jahren nicht mehr in Benutzung. So, hier sind wir jetzt wieder in dem Raum, wo wir angefangen haben. Da sind überall zerbrochene Scherben von diesen Behältern. Oh, Alter, sind hier noch viele von diesen Aufbewahrungsbehältern. Hunderte Urnen liegen hier einfach übereinander gestapelt in dem alten Krematorium rum. Und hier hinten sind wahrscheinlich die passenden Deckel dafür oder so. Sieht ein bisschen so aus, als wären das die Deckel, die oben drauf gekommen sind. Das hier ist der Deckel und so ein Ding hier, das ist halt der Behälter. Ich muss halt wirklich zugeben, ich glaube ja nicht wirklich an Geister. Aber hier ist schon eine komische Atmosphäre drin. Gerade eben, weil hier niemand ist. Kein Heiko, der noch einen hinter den Kulissen macht oder so. Nein, wirklich komplett alleine. Und immer mal wieder hört man irgendwelche komischen Geräusche. So, hier geht's jetzt weiter. Hier sind tatsächlich so alte Lagerschränke. Und tatsächlich noch uraltes Desinfektionsmittel. Hier ist tatsächlich ein kleines Büro mit Schreibtischen. Aber da sieht man halt auch schon mal, ne, wie viel Staub hier drauf liegt. Na, guckt euch das an. Zentimeter dick Staub drauf. Aber noch irgendwelche Zeitungsartikel oder so. Hinterbliebenenvorsorgung. Die Materialtarifverträge für Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Tarifinformationsblatt. 1992. In den restlichen Schubladen des Schreibtisches befindet sich aber gar nichts mehr. Und hier vorne daneben ist tatsächlich auch direkt der Aufzug, der alte. Vorsicht, Aufzug. 500 Kilo oder 5 Personen. Wie tief geht's da runter? Nicht sonderlich tief. Und hoch? Boah, was ein alter Aufzug. So Leute, hier auf dieser Seite befindet sich auch eine Treppe. Ich würde sagen, wir gehen die jetzt mal direkt nach oben, oder? Alter, hier geht's ja noch höher. Das sah von außen halt schon so gewaltig aus, ne? Hier führt tatsächlich nochmal so eine halbe Wendeltreppe in so einen kleinen Turm. Aber zunächst einmal befinden wir uns hier in einem großen Zwischenraum. Einfach mit so einer Glaskuppel. Das sieht ja wirklich sehr, sehr irre aus.
ich hätte was gehört. Hier sind zwei Räume, auf beiden Seiten jeweils. Das ist auf jeden Fall der Kühlraum gewesen. Ja, hier wurden die Leichen gelagert. Hier ist die alte Kühltür, die ist auch besonders dick tatsächlich. Und hier drin wurden dann wahrscheinlich auf diesen Wegen hier Särge hin und her geschoben. Hier wachsen tatsächlich schon Wurzeln die Decke hoch. Seht ihr das? Sieht ja ultra krank aus. Da sind einfach im Mauerwerk Wurzeln gewachsen. Hier auf der anderen Seite ist nochmal genau so ein Raum. Hier ist die ganze Deckenverkleidung aus Styropor schon runtergekommen. Hier vorne geht's direkt weiter. Auch hier werden überall mal Fliesen dran gewesen sein. Die sind aber inzwischen alle schon runtergekommen. Boah, wo geht's denn da noch hin? Den Turm haben wir von außen gesehen. Sieht ja von innen aus wie eine Riesenkirche oder so. Ob man sich da oben dann nochmal verabschieden konnte, dass das gleichzeitig auch so eine Art Leichenhalle war? Und hier kommen wir... Ah, ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ich drehe mal die Kamera, Leute. Das ist wirklich heftig. Also zunächst einmal gibt es hier an der Decke so einen Kran. Dieser Kran hat den Sarg angehoben und dann wurde der Sarg hier auf diesen Schieber gestellt. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Dieser Schieber hier, den kann man 360 Grad im Raum drehen und bewegen. Und hier rüber, über diesen Griff, wahrscheinlich hoch. Ah ja, guck mal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber wenn ich hier anhebe, hebt sich da vorne der Teil auch mit an. Oh, das ist arschlaut. Hier wurde der Sarg quasi wie bei so einem kleinen Gabelstapler aufgeladen und kam dann in einen dieser Brennöfen rein. Oh, dieser Blick, ist das unheimlich. Da hinten diese zwei Türen. Oh. Ey, ich fühle mich hier gerade wie in einem Horrorgame. Ich meine, das hier war die Endstation. Die Endstation für viele, viele Hunderte oder sogar Tausende Menschen. Und ich wette, in diesem Ofen ist noch einiges an Restasche. Hier ist die Tür tatsächlich zu. Das ist eine extrem massive Tür, denke ich mal. Auch diese Türen hier wären eher so ein bisschen wie so Bunkertüren, ja. Die sind auf jeden Fall richtig schwer. Und dort ist das Ganze mal ein bisschen besser sichtbar. Hier ist die Luke nämlich zum Teil... Oben, das ist eine Metallluke und dahinter ist dann aber nochmal eine Steinluke. Hier ist dieses Schienensystem für dieses Gerät, wo man dann die Särge hin und her fahren konnte. Heutzutage würde man doch Krematorien nicht mehr so aufwendig bauen, oder? Neben den Öfen ist dann nochmal so ein kleiner Gang. Da geht's nach draußen zum alten Friedhof. Hier ist sogar noch ein alter Grabstein. Da steht sogar noch was drauf. 25. November 1979 bis 26. September 1929. Das Ding ist richtig, richtig alt. Steht hier einfach ein alter Grabstein rum. Wo geht's hier noch hin? Ah, hier gab's einen Übergang. Ey, bestimmt ist dahinter noch anschließend die Leichenhalle, oder? Also, ist schwer zu sagen. Das hier ist auf jeden Fall das Krematorium, das große Teil. Und hier in der Seite ist irgendwo so ein Gang. Der ist aber von oben überhaupt nicht richtig zu erkennen. Tatsächlich kommt man auch noch hier vorne irgendwo hin. Hier ist nochmal so ein Lagerraum. Hier sind tatsächlich Toiletten. Das hier ist tatsächlich wie so ein Verlies. Guck mal, hier sind auch irgendwelche Wurzeln runtergewachsen. Ey, diese ganze Erkundung erinnert mich irgendwie an einen Lost Place, den wir mal vor 3,5 Jahren oder so in Brandenburg erkundet haben. Das war eine alte Leichenhalle in Kombination mit auch einem kleinen Krematorium, beziehungsweise da wurden halt die Leichen zurechtgemacht. Und dort lagen wirklich noch Särge und die Leichentücher waren dort und so. Es war unfassbar unheimlich. Oh mein Gott. Alter. Hier diese Kittel, das liegt einfach schon Jahrzehnte hier rum und vermodert. Boah, es ist ekelhaft. Nee, dass das einfach noch hier so rumsteht. Hier ein Kittel und hier ein originales Totenkleid, auf dem auch irgendeine Konsistenz ist und ein durchgebrochenes Kreuz. Und tatsächlich hat es hier eine ganz, ganz ähnliche Atmosphäre. Stellt euch mal vor, das wäre hier auch noch alles dort. Schreibt das unbedingt mal gerne in die Kommentare, wie ihr euch hier fühlen würdet. Würdet ihr hier alleine reingehen? Würdet ihr euch hier mit Freunden reintrauen? Oder ist das überhaupt nichts für euch? Und wie ist das mit der Sache mit den Geistern? Ich meine, ich glaube da nicht wirklich dran. Aber wenn man jetzt alleine eine ganze Nacht hier drin verbringen würde und es draußen auch dunkel wäre, ich weiß nicht, was man sich da zurechtspinnen würde. Wo geht's hier denn hin? Ich glaube, wir befinden uns jetzt tatsächlich hinter den Brennöfen. Ja. Wir sind hier einmal außen rumgelaufen. Hier in diesem Teil lag der Sarg drin. Hier ist der Ofen nochmal von hinten. Hier gibt's dann richtig solche Hebel, die man umlegen konnte, die aber inzwischen richtig fest sind. Das sind so richtig robuste Holzgriffe. Hier kommt tatsächlich auch richtig Licht rein.
Da ist tatsächlich das Dach schon weggegammelt. Die Atmosphäre ist einfach hier so drückend, dass ich es hier nicht lange aushalte. Ich schwitze auch extrem, weil es immer und immer wärmer wird. Aber ich mir extra draußen wegen der Zecken und so weiter eine lange Jacke angezogen habe. Das war ein Fehler, glaube ich. Und ich kann halt hier drin die ganze Zeit nicht so laut reden. Man ist sowieso, dadurch, dass man alleine ist, viel, viel leiser und aufmerksam und hört bei jedem Geräusch gefühlt zweimal hin. Gut, Leute, hier gab es doch irgendwo noch einen Aufgang. Die kleine Wendeltreppe am Anfang. Hier ist sie. Da gehen wir jetzt auch nochmal hoch. Hier müssten wir in diese alte Kathedrale kommen. Oh, krass. Schaut euch das an. Was eine große Halle. Ihr haltet es richtig drin. Da oben sitzen überall Tauben, die möchte ich nicht verschrecken. Was ein pompöser Eingangsbereich. Das heißt, wenn du hier reinkamst, das wird der Haupteingang gewesen sein, dann hattest du erstmal diesen Blick hier. Das war der Blick. Und dann konntest du theoretisch hier vorne runterblicken, direkt fast zu den Brennöfen, zumindest in den Gang. Hier ist auch nochmal so ein kleines Fenster. Hier ist tatsächlich ein Balkon. Hier kann man bis oben hochlaufen, da wird draußen eine Treppe gewesen sein. Was eine unfassbar beeindruckende Location. Nicht besonders groß, ich weiß auch nicht, wie lange das Video geworden ist, aber auf jeden Fall extrem beeindruckend. Gut, Leute, ich würde sagen, ich verlasse jetzt diese Location wieder, packe meine Kamera wieder ein und mache mich jetzt über den Friedhof wieder zurück zum Auto. Ich habe noch eine zweite Location, die ich jetzt anfahren werde. Die werdet ihr sicherlich auch die nächsten Wochen sehen. Ein Anliegen habe ich aber noch, wenn ihr wollt, dass ich hier drin eine Overnight mache. Aber wirklich, eine richtige Overnight. Ob alleine oder zu zweit, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann solltet ihr auf jeden Fall mindestens mal 12.000 Likes da lassen. Bei 12.000 Likes werde ich in diesem alten Krematorium auf dem alten Friedhof übernachten. Ja? Übernachten. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber ich habe mir gedacht, wir sollten es auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Und ich würde jetzt sagen, was eine kranke Location. Bleibt Frauen gesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Euer PJ Adventure. Ciao. My chest, how it beats when you put your head